So, willkommen zurück mit einer freudigen Nachricht bei der neuen Folge von X3 Farnhems Legacy. Wir haben zwei, voll ausgebildet wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber sehr gut ausgebildete Marines. Da brennt Yata und der oder die Day Danner. Die haben jeweils 5 Sterne in Ingenieurwesen, Mechanik und Hacken, aber sie sind nicht überall bei 100. Deswegen theoretisch können sie nochmal losschicken, aber 5 Sterne reichen mir in dem Fall mal. Ich fliege jetzt die auch noch an, hole sie dort ab und dann bringen wir alle 5 in unsere eigene Urlaubseinrichtung und schauen mal, ob man da die Kampfskills ein bisschen trainieren kann oder was dort überhaupt trainiert wird. Ich bin gespannt. Und genau das machen wir jetzt. Ja, Wasserpistolen. Natürlich Wasserpistolen. Hier, wir haben eine Wasserpistolenfabrik. Hier. Wasserpistolenfabrik. Und die Marine-Urlaubseinrichtung. Also nicht die Marine-Urlaubseinrichtung, sondern die Marine-Urlaubseinrichtung. So ist es ja richtig. Wie, wieso? Ja, weil die in der Urlaubseinrichtung, wenn die da Urlaub machen am Strand, dann brauchen die ein paar Wasserpistolen, um sich gegenseitig ein bisschen Spaß zu haben im Urlaub, damit sie sich aktiv erholen können. Autopilot deaktiviert. Das ist ganz klar durchdacht. So, und genau das machen wir jetzt. So, schwarze Sonne. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Dann holen wir die Jungs mal ab. Schwarze Sonne. Was fliegt denn hier? Ach, Terrakorb. So, nach so langem Training haben sie sich dann definitiv einen Urlaub am Strand verdient. So, die müssten ja jetzt automatisch... Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde genau der so Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Den könnten wir eigentlich fast hier lassen und ausbilden lassen. Wobei, ich will jetzt mal schauen, was bei uns ausgebildet wird, also in meiner eigenen Einrichtung. Sprungantrieb wird geladen. Bevor ich den dann eventuell wieder zurückbringe, damit er sich noch besser ausbilden kann. Erreiche die Kammer, Alpha. So, die Kammer. Wo ist er? Hier, Urlaubseinrichtung. Marineinfanterie-Ausbildungseinrichtung, M, Alpha. So. Dockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. So, Stationseinstellung verändern. Nee, nicht. Moment. Habe ich die jetzt schon ausgeladen? Nein. Wie kann ich die jetzt ausladen? Stationseinstellung verändern. Okay. Kann hier keinen rausschmeißen. Kann über die Stationseinstellung niemanden ausladen. Dann verstehe ich den Sinn von dieser Station nicht so ganz. Weil es wird niemand produziert. Weil die Produktion könnte laufen, tut es aber nicht. Deswegen dachte ich, ich muss einen Marineninfanterist da reinbringen und er wird hier trainiert. Wenn das aber eine Station ist, wo gar keiner trainieren kann, sondern wo Marineinfanteristen ausgebildet wird, weil es ist ja eine Marineinfanterie-Ausbildungseinrichtung. Gut ausbilden kann man auch vorhandene Marines besser ausbilden, aber frisch ausbilden, dann weiß ich nicht, warum die gerade nicht startet. Ich meine, gut, rein theoretisch kann sie ja gar nicht starten, weil es sind zwar Energiezellen, Rasteröl und Desintegratorgewehre da, aber aus denen kann man ja keinen Mensch backen. Aber es wird keine andere Ressource verlangt.
Ja, nächster Passagier keiner. Das wiederum würde ja bedeuten, er bildet Marineinfanteristen weiter. Die Station. Aber wieso kann ich dann meine Fracht nicht ausladen? Alex, vielen lieben Dank. Es fehlt übrigens nur noch eins. Nein, das ist keine Aufforderung, noch eins zu verschenken. Jetzt fehlt noch eins, dann wird ein neues Emoji freigeschalten. Ein neuer Emoji-Platz. Und dazu brauche ich 15 Abos, jetzt habe ich 14. Der Marine-Infanterist ist kein Passagier. Muss ich etwas Sklaven kaufen oder wie? Oder wie läuft das dann? Piloten, meinst du mit einem eingesammelten Piloten, den kann ich dann hier reinstecken und der wird dann zum Marineinfanteristen ausgebildet? Meinst du, es funktioniert tatsächlich so rum? Ach Alex, du bist so spendabel. Jetzt hat es übrigens meinen Kollegen erwischt. Das ist tatsächlich mein Geschäftskollege. Er freut sich mit Sicherheit. So, ja, in der Pause. In der Pause erkläre ich kurz was dazu. Ja, das bedeutet, wir müssen echt jemanden zum Aussteigen zwingen, den dann einsammeln und dann zwangsrekrutieren, oder wie? Blackjack, hi, schön, dass du da bist. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen. Bin jetzt tatsächlich ein bisschen negativ überrascht. Nee, ich glaube nicht. Ich meine, ich guck mal kurz in meinen Ottoladen rein, aber ich glaube, ich habe nirgends einen mehr drin. Nee, ich habe da letztes Jahr drei oder vier Stück rausgeschmissen, weil sie nur 3, 5, 7.000 gezahlt haben zum nächsten Tor. Zur nächsten Station. Ist das schon ein bisschen bescheuert. Das heißt, ich muss jetzt kämpfen, hoffen, dass irgendwo irgendwann mal wieder einer aussteigt und den mal einsammeln und den dann hier vorbeibringen. Man muss doch auch irgendwie funktionieren, das aktiv irgendwie Leute anzuwerben. Moment mal, wir schauen mal kurz gemeinsam in die Enzyklopädie rein. Fabriken. So, ja gut, ist ja egal welche. Bilden Rekruten, egal welche Herkunft, durch harten Drill, eiserne Disziplin zu hervorragenden Kämpfern aus. Sie werden hauptsächlich für Entermanöver eingesetzt. Gibt es reine Nahkämpfe und aus Computerspitze. Gut, hier steht allgemeine Produkte. Füttere sie und sage ihr, was sie tun muss. Und viele Dinge werden möglich. Ah ja. Primäre Rolle eines Marineinfanteristen ist das Ende. Und aus diesem Grund sind nebst Komponenten Soldaten auch Reformen, Computersystem und Technik. Ja, das ist klar. Und Fabriken hergestellt. Wie viel noch für die nächste Stufe fehlen, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Das muss ich erst mal nachschauen. Ich glaube, es sind aber schon einige. Ich weiß nicht, ob sich das verdoppelt. Ich weiß nur, die erste Stufe, wir hatten jetzt fünf. Jetzt müsste es das sechste sein. Ich schaue in der Pause gleich, in der Pause zur nächsten Folge gleich mal rein. Und dann kann ich dir auch die Frage beantworten, weil ich weiß es jetzt nicht. Aber ich vermute mal, es dürften schon einige sein. So, aber nichtsdestotrotz, hier steht nirgends was davon.
Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass wir Passagiere einsammeln müssen und dort ausladen, weil sonst wüsste ich jetzt nicht. Oder es geht vielleicht auch mit Sklaven, ich weiß es ja nicht. Aber Sklaven ist ja eine Ware. Sklaven sind ja keine Passagiere. Stimmt, zur Not kaufen kleines, billiges Schiff im All. Stimmt. Das ist eine gute Idee, Gromo, danke. Der nächste, der sein Schiff verkauft. Ja, Sklaven sind Produkte, ja, eben. Das hatte ich ja gerade selber schon gesagt. Das wird damit nicht funktionieren. Aber das ist ein guter Tipp. Wir schauen Ausschau, meine Güte. Wir halten Ausschau nach jemand, der sein Schiff verkauft, sammeln den dann ein und bringen ihn vorbei. So probieren wir es. Und meine Marines, die ich jetzt an Bord habe. Autopilot deaktiviert. Ja, mal. Eingehende Nachricht. Hauptquartier hat keine Produktionsaufträge. Das bedeutet, da schweben jetzt mindestens zwei, ein Piratenschiff und die Athene. Andockerlaubnis So, erteilt. und du bitte auch. Andockerlaubnis So, erteilt. das bedeutet, das eine Piratenschiff, das ist direkt ausgerüstet worden. Das war ja der für den Waffenkomplex, weil der Stationsmanager an Bord ist. Das zweite Piratenschiff, das werden wir jetzt kurz ausrüsten. So, gelandete Schiffe. Piratenschiff, das war Bofu-Komplex Verkauf, glaube ich. Moment. Ja, halt mal kurz an. Habe ich schon. Oder wir halten Ausschau, nachdem der Ausschau hält. Das, genau. So machen wir's. Vielleicht finden wir jemanden. Verdammt, jetzt bin ich wieder rausgekommen. Was wollte ich schauen? Irgendeine Station wollte ich angucken. Ah, Bofu-Komplex, genau, Bofu-Komplex. So, Schiffe in Besitz, Verkauf, Verkauf. Okay, es war der Einkäufer. Oder? Glaube. Ich glaube, es war der Einkäufer. Aber drei Schiffe sollten. Ne, ich lasse es mal bei drei Schiffen. Ich lasse das Piratenschiff mal da, wo es ist. Aber das war Nummer 20. Unihändler Nummer 20 ist fertig. So, Unihändler 19 ist immer noch im blauen Rüssel unterwegs. Und ist immer noch kein Unihändler. Aber der ist ein Paranoid Prime Epsilon. Das heißt, ich kann nach Imperial Grenzbereich meinen neuen schicken. Also, Hauptquartier, gelandete Schiffe, wo bist du? Moment, erstmal ausrüsten. Ha, verdammt. So, Athene. Ah, einmal ausrüsten. Wunderbar. So, Schiffe. Athene gepanzerter Transporter. Aber Name ändern. Unihändler 20. Schön. Das gefällt mir. So, dann kriegst du ihn. Okay, ist alles richtig eingestellt. Genau, okay, alles klar. Halt, Moment, du kriegst selbstverständlich noch Energiezellen. 300 Stück. Okay. Kommandokonsole, Navigation, Sprünge in Sektor imperialer Grenzbereich. Kommando Symbol. akzeptiert. So. Hier ist angekommen. Verdammt, ich hätte nicht auf Info. Ich hätte gleich in die Kommandokonsole gehen sollen. Imperialer Grenzbereich hier. Kommandokonsole. Handel. Starte Sektorhandel. Kommando So, akzeptiert. wunderbar. 20 Unihändler, das ist gut. Das gefällt mir. Okay. Gut. Jetzt kümmern wir uns um die Marine-Infanterie-Ausbildungseinrichtung. Das heißt, wir hüpfen jetzt einfach mal random irgendwo rein. Wir haben kaum noch Energiezellen. Doch, wir haben 500 Energiezellen noch. Ödland. Sprungantrieb wird Ich meine, ich geladen. weiß eh, wie es jetzt 10%. läuft. Wir werden gefühlt wahrscheinlich 357 Sektoren durchfliegen müssen, bis wir endlich mal ein Schiff finden, das Erreiche keine 3 Millionen geklärt. kostet.
Da bin ich mir sicher. Produktionskomplex. Intelligente, zielsuchende Raketen. Alpha. Ich meine, ich könnte natürlich auch einen Terrakorb aus dem Raum bomben, aber ich möchte ja irgendwann meine Terrakorb auch wieder gutstellen. Oh, apropos gutstellen. Was machen meine Agenten? Die haben, machen natürlich nichts mehr. So ist, wenn man sich nicht drum kümmert. So, mehr der Fantasie. Kommando einmal akzeptiert. Und du auch Einfluss sammeln. Einmal mehr der Fantasie. Kommando akzeptiert. So, gut. Dann ist die Popopo. Ja, das ist zwei Zugänge vorne. Popoho, nicht Popopo. Popoho. Du hast jetzt gerade nichts zu tun. Was könnte ich dich machen lassen? Ich könnte ich noch einmal Einfluss sammeln lassen, dann hast du immer noch genügend Punkte bei den Partien. Kommando akzeptiert. Genau so tun wir das. Okay, dann sind alle wieder schön am Arbeiten. Sie sprechen mit. Gibt es etwas? Übertrage jetzt. Sie sprechen mit dem Automat. Gibt es. Übertrage jetzt die Daten. Juhu, er verkauft sein Schiff, aber leider ist er an der Station angedockt. So, wo fliegen wir hin? Südo? Ne, wir fliegen Nathans Reise. Ne, das ist nicht Ost, das ist West. Hier ist es. Einmal in die falsche Richtung. So, genau, da fliegen wir jetzt hin. Einmal durchs Westtor und dann, vielleicht kriegen wir da jemanden. Aber wir fliegen ja wieder Richtung Schwarze Sonne. Dann kann ich zumindest zwei der Marineinfanteristen wieder rausschmeißen. Denn die sind noch nicht voll austrainiert. Erreiche Nathans Reise. So, wir können natürlich... Ah, das ist Terrakorb, verdammt. Ich hatte jetzt auf Korsaren gehofft, dann hätten wir da höflichst bitten können, auszusteigen. Alpha. Hier ist viel Terrakorb unterwegs. Echt viel. Sie sprechen mit dem Automatis... Was? Alle benötigten Informationen. Nee, die Paranid wollen, dass ich einen Argon abschieße. Das mache ich nicht. Freie Argon-Handelsstation. Der Ruf bei der Terrakorp ist halt schon bei 98% und 3 Rot. Gut, da können wir jetzt sagen, noch mehr versauen geht fast nicht. Nee. Nee, ich will. Sie sprechen mit dem Automat. Was? Wir für alle benötigten Informationen. Wenn wir Sumpfpflanzen von mir, das machen wir auch nicht. Ja gut, dann fliegen wir halt Nordtor durch. Das ist dann Schwarze Sonne, gell? Ja, dann können wir da gleich die Marineinfanteristen aus. Oh Mann, ey, heute habe ich wieder Wortfindungsstörungen. Rausschmeißen, wollte ich sagen. So, aber hier gibt es noch die Munitionsfabrik, die eventuell was anbietet. Sie sprechen mit. Weißt du gut, wollen. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas? Übertrage jetzt die Daten. Das hier könnte etwas. Oh, manchmal wünschte ich mir, die Kokerazu wären ein Personentransporter. Das sind nämlich wieder 4,6 Millionen. Ich könnte mein Otterland dazu rufen, aber bin zu faul. So. Ja, man kann nicht alles haben, wäre aber trotzdem schön. So. Sie sprechen mit dem Automat. Weißt du, komm, ich dir jetzt fertig. 7 Millionen für Unterhaltungsschips. Sie sprechen mit dem Automat. Willkommen, bitte wählen Sie eine Belohnung für. Ach. Ausrüstungsdock. Soll ich die Unterhaltungsschips für 7 Millionen machen? Wäre eigentlich. 382 Energiezellen, das lohnt sich ja. Jetzt gucken wir erstmal, was die haben. Wenn die einen Agenten haben, dann machen wir das. Ich habe, sind Sie an dem Job interessiert? Okay, die machen es nicht. Dann komm, wir machen das. 7 Millionen für ein paar Unterhaltungschips. Okay, an Piratenbasis Nathans Reise. Wo ist denn die? Schaffe ich das überhaupt? Piraten. Boah, die ist weit weg. Die ist. Weit weg. Nee, dann machen wir es doch nicht. Wir docken nämlich jetzt hier an und schmeißen unsere Marines raus. Also nicht alle, aber viele. Militärische Viele sind in dem Fall zwei. Bei der Piratenbasis, das weiß ich gar nicht, deswegen mache ich es gar nicht. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord so, zu begrüßen. So, du darfst nochmal Hacken machen. Handelsnetzwerk hergestellt. Dass du erst 68, ja, darfst du nochmal Hacken machen.
Du hast Hacken 81, darfst du auch nochmal Hacken machen. Und du darfst einfach alles machen. So. Euch beide behalte ich noch. Wobei. An den Piloten des Schiffes mit der Nummer 00211. Bitte räumen Sie Vielleicht die noch eine Landebucht. schnelle Ihre Ausbildung in allen Liegedauer wurde Fähigkeiten. Das überschritten. könnte ihn eventuell auf 100 genauso machen muss. Und der hier könnte eine schnelle in Mechanik, zum Ingenieurwesen lohnt sich glaube ich nicht mehr, aber in Mechanik noch mal eine schnelle Ausbildung, dann können wir hier auch auf 100 kommen. Dann haben wir doch alle los. Der Frachtraum wieder leer. So. Autopilot deaktiviert. Bietet hier jemand sein Schiff zum Kauf an? Verkauf an? Nein, natürlich nicht. Das war so klar. Wenn du eins willst, geben sie dir keins. Wenn du keins willst, wirst du von diesen Anfragen überschwemmt. Wir klappern jetzt einfach die Sektoren ab. Ich meine, der bietet mir Kartografiedienst, der bietet mir nur Asteroidenerträge an. Oh, apropos Asteroidenerträge. Wollt ihr doch Wolkenbad Südost hier, was hast du an Bord? Plasma Stromgenerator Schmiede. Aha. Stimmt, die wollte ich ja auch noch bauen. Komplex Erweiterungsbausatz brauchen wir hier noch einen zweiten. Oh mein Gott, das habe ich ja komplett vergessen. Passt bei Komplex dir noch Erweiterungsbausatz gekauft. eine Erzmine drauf? Wo ist die Erzmine? Wo bist du hier? Passt die noch drauf? Ja. So, wunderbar. Kommando, Navigation, Sprünge im Sektor, die Kammer Alpha. Kommando akzeptiert. Das habe ich ja echt total verbummelt, hey. Zum Glück ist mir das mit der Erzmine im Polarstern gerade wieder eingefallen. Deswegen wollte ich die Erzmine kaufen, weil sonst hätte ich das ja gar nicht mehr bemerkt, dass wir noch eine Plasmastromgeneratorschmiede bauen wollen. Erreiche Schatzkammer. So, werte Schatzkammer. Ein Was Argonova-Verteidiger. soll's sein, Peter? Verschlüssele jetzt. Kaufen. Schiffssteuerung transferiert. Kaufen. Raumanzug. Ich weiß jetzt nicht, ob das billig war. Wahrscheinlich nicht. Wo bist denn du da oben? Oh Gott, das Schiff ist ja total am Sack. Keine Schilde, nix. Ich habe noch ein Schiff angedockt, gell? Ja. So, wir müssen ja jetzt eh in die Kammer rüberfliegen. Dann nehmen wir den Kollegen auch gleich mit. Frachtraum enthält nun Passagier. Ja gut, Profit wollte ich eh nicht mitmachen. Ich wollte halt jetzt einfach mal das machen. So, jetzt Nova-Verteidiger, ja, keine Ahnung. Schicken wir direkt ins Hauptquartier. Ich weiß jetzt nicht, welche Route er dafür nehmen wird. Mir eigentlich ehrlich gesagt auch egal. Wenn er kaputt geht, geht er kaputt. Nova-Verteidiger haben wir, glaube ich, eh. Hier die Kammer Epsilon. Andockerlaubnis erteilt. Nein, zu den Xenon schicke ich es nicht absichtlich. So assi bin ich nicht. So, jetzt haben wir aber hier einen netten Passagier an Bord. Wenn er mir natürlich 20 Millionen gibt, wenn ich ihn irgendwo hinfliege, dann fliege ich ihn irgendwo hin. 57.000? Nee, das machen wir nicht. So, genau. Wir müssen jetzt eh in die Kammer fliegen. Sprungantrieb Weil da ist ja wird unser geladen. Mammut und wir müssen 10% ja zwei. die Fabriken bauen, die Plasmastromgeneratoren. Erreiche die Kammer, Gibt einen Alpha. ganz anderen Sinn, wenn man sagt, die Plasmastromgeneratoren, weil es sind die Plasmastromgeneratorschmieden. Was sonst denkt einer, ich baue Plasmastromgeneratoren. So, da Marineinfanterie-Ausbildungseinrichtung fliegen wir hin. M-Alpha. So, und du baust jetzt Plasmastromgeneratorschmiede. Und zwar hier an den Flammenkomplex, der ja dann gar kein Flammenkomplex mehr ist. So, vielleicht auf die Höhe. Was, ich kann das direkt hier hin machen? Warum? Ah, das ist auf einer anderen Höhe.
So, eins. Habe ich schon getan. War schneller als du. So, Nummer 2. Und dann müssen wir eh schauen, zwecks der Versorgung, ob das überhaupt noch alles passt. Vermute nämlich nicht. So, Mammut, Fracht. Flammenkomplex, ja, ja. Komplex verbinden. Gut, dann sind die da jetzt auch dran. Wie gesagt, ich vermute, das wird man gleich machen, aber jetzt fliegen wir erstmal kurz rüber. Den Mammut, den schicke ich doch jetzt gerade wieder Docke an, Wolkenbasis, an seine imaginäre Heimatwerft. Den werde ich übrigens als nächstes zerlegen. Ich mache nicht den Megalodon klein, weil der ist ja dann auch wieder Stunden im Zerlegen. Sobald der Pteranodon zerlegt ist, lasse ich den Mammut zerlegen, damit ich dann im Anschluss direkt mindestens 2 Mammuts bauen kann. Erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Zu Passagier war tatsächlich. Passagier transferiert. Es ist tatsächlich so, wie Kromer gesagt hat. Man muss Leute zwangsrekrutieren. Also, er wusste nicht, wie ihm geschieht in dem Moment, wo ich ihm sein Schiff abgekauft habe. Wurde er von mir zwangsrekrutiert gleichzeitig zum Marineinfanteristen. Genau, dann kommt die Horde der Mammuts. Ja, ich baue mindestens 2, wahrscheinlich dann eher, so wie du gesagt hast, wahrscheinlich, also im ersten Step, wie gesagt, einlesen und dann auf jeden Fall 2 bauen, damit ich die in unterschiedlichen Positionen irgendwo setzen kann und dann werde ich wahrscheinlich erstmal die anderen Sachen zerlegen, aber das kann man ja dann parallel machen. Bauen, zerlegen geht ja Gott sei Dank parallel. Du hattest ja gesagt, ich soll eine Flotte machen, damit ich meine Station eventuell versetzen kann und das nicht ewig dauert. So, jetzt beginnt die Ausbildung. Passagier im Training. Reihe Kult. Ich bin gespannt, was aus ihm wird. Wir lassen uns überraschen. Ja, genau. Also wie gesagt, 3, 4, vielleicht werden es am Ende sogar 5. Je nachdem, wie ausgabenfreudig ich bin. Und dann wird so eine Versetzung von so einer, wenn ich die in der Flotte organisiere, das hattest du mir ans Herz gelegt, dann wird ja, wenn ich dann einen Komplex versetze, dann dauert das nicht im Spiel 3 Tage, sondern dann ist das viel schneller durch, wenn die natürlich dann Hand in Hand arbeiten in der Flotte. Du hattest eine Elefantenflotte. Und bei mir ist es halt die Mammutflotte. Okay, die beiden sind alle jetzt auf der Heimreise. Das heißt, hier, wir haben Atreus jetzt wieder 1000 Einfluss. Das bedeutet, sobald der Kollege hier nach Hause gekommen ist, schicken wir ihn los, um bei Atreus unseren Rang zu steigern. Sind wir immer noch 59% Widersacher? Ja, wir sind aufgestiegen, immerhin schon bei 59%. Genau, also dann bei den Atreus hoch mit dem Rang. Damit wir da endlich Richtung Kuppi kommen und Richtung überlange Drohnen. Und dann schauen wir mal, wie lange der hier noch braucht. Ich kann ja mal in der nächsten Folge mal kurz in die Zitadelle rüberspringen und schauen, ob das Zugangverhandeln 2 von 4, ob wir schon auf die 2 Schiffe Zugriff haben. Ich hatte vorhin gesagt, vermutlich nicht, aber ich will es trotzdem mal testen. Das kostet nur einen Sprung. Das passt. So, jetzt habe ich den Rest der Folgenzeit noch voll gequatscht. Jetzt sind wir 1/2 Stunde, deswegen machen wir jetzt einen Cut. Und ja, wie immer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, bis dahin. Ciao.